Simon Unge, YouTube-Streamer, Minecraft-Legende, Reaction-Imperator. Für Internetverhältnisse ist er ein wahres YouTube-Urgestein, das schon viele Online-Leben führte und auch eine nicht geringe Menge an Trends erlebt und selbst gesetzt hat. Bereits seit der Longboard-Tour 2014 ist er in der absoluten YouTube-Oberliga angekommen und seitdem springt der Inselkaiser von Madeira von einem Erfolg zum nächsten. Doch warum ist das so? Was macht ihn so einzigartig? Nun, um seinen Weg zum Erfolg zu verstehen, lohnt es sich einmal zurückzublicken. Also wer genau ist er? Wo kommt er her? Und wie ist er zu dem geworden, der er heute ist? All das erfährst du hier bei Ride. Simon Unge bzw. eigentlich Simon Wiefels, so heißt er mit bürgerlichem Namen, wurde am 31. August 1990 im rheinländischen Erkelenz geboren. Als Kind einer Familie des oberen Mittelstandes wuchs er in dieser dörflichen Umgebung zunächst ziemlich behütet auf und dem jungen Simon mangelte es an nichts. Ein schönes Haus, der Vater fuhr Porsche und für die Kinder gab's immer das neueste Spielzeug. Weil die Eltern viel beschäftigt waren, verbrachte er viel Zeit bei seinen Großeltern und Pflegegroßeltern. Seine Oma väterlicherseits war es auch, die ihm in jungen Jahren ein prägendes Geschenk überreichte, ein Super Nintendo. Insgesamt war diese Zeit für ihn und seine zwei Geschwister eine wahre Familienidylle, eine, die jedoch leider auf tragische Art und Weise auseinandergerissen werden sollte. Denn Simon ist bereits sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden, als seine Großeltern verstarben, wo er gerade einmal 8 Jahre alt war. Nur wenig später erlag sein Vater, der starker Raucher gewesen war, einem Herzanfall und konnte nur noch tot aus seinem Auto geborgen werden. Doch damit nicht genug. Es folgten finanzielle Schwierigkeiten, da der Vater insgeheim wohl einige Schulden angehäuft hatte und in der Dorfgemeinschaft wurde Simon durch den Tod seines Vaters auch noch zum Ausgegrenzten. Es hieß, der Junge ist labil. Auch litt er lange unter einer Gehbehinderung, die er durch einen Unfall im Alter von 4 Jahren, als er von einem UPS-Wagen angefahren wurde, erlangte. Du siehst aus wie ein Krüppel, hieß es öfter von Mitschülern. Das war übrigens auch der Grund, der ihn zunächst zum Skaten und dann zum Longboarden brachte, weil er sich sofort bewegen konnte, ohne dass sein wackeliger Gang jemandem auffällt. Trotz allem ist seine Mutter immer stark geblieben und stand für Simon wie ein Fels in der Brandung, wofür er ihr bis heute dankbar ist. In den Jahren danach folgten viele Umzüge und Simon war in der Schule immer der Neue. Trotzdem hat er sich dort für Schwächere eingesetzt und wurde auch dadurch abermals zum Mobbingopfer. Ein Erlebnis, das sich ihm besonders eingeprägt hat, war, als er im Bus von einem Mitschüler gewürgt und angespuckt wurde. Dass das keine Umgebung ist, in der man gerne zur Schule geht, das sollte klar sein, also blieb Simon lieber zu Hause und hat gezockt. Da Simon allerdings zu Hause mit seiner Familie nicht über die Probleme sprach, sorgte das hier und da für Probleme mit seiner Mutter. Beispielsweise, wenn mal wieder mehr Fehlzeiten als Anwesenheit im Zeugnis vermerkt war oder die Schule bei ihr anrief. Trotzdem, am Ende stand für Simon ein respektables Fachabi im Sozial- und Gesundheitsbereich. Er arbeitete danach für einige Zeit in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen und begann schließlich eine Ausbildung zum Erzieher. Nach der Schule hat er übrigens komplett mit seinen Ex-Mitschülern und den Mobbing-Erfahrungen abgeschlossen und heute ist ihm aus dieser Zeit nur noch ein einziger Freund geblieben. 2011 gründete er seinen Kanal Unschwer und widmete sich dort abseits vom Gaming ähnlichen Themen wie heute. Zu der Zeit des Kanals entstanden übrigens auch seine Dreadlocks, die zu Beginn seiner Karriere ein charakteristisches Markenzeichen waren. Auch wurde er zu dieser Zeit zu der Anti-Milch-Ikone, die er heute ist, als er mit einem Selbstexperiment dokumentierte, wie er zum Veganer wurde. Bis heute hat er übrigens keine Drogenerfahrungen gesammelt, auch wenn man das bei seiner damaligen Frisur kaum glauben mag. Im Juli 2012 hat er dann sein erstes Let's Play in den Kanal Ungespielt hochgeladen. Mit seiner Freundin Katie und 2 weiteren Freunden spielte er das Horrorspiel Slender, das damals sehr angesagt war. Mit Minecraft und Gaming allgemein mauserte er sich dann langsam aber sicher zu einem relevanten Namen in der deutschen Let's Play Szene. 2014 wurde dann ein entscheidendes Jahr für den YouTuber.
Direkt zu Beginn des Jahres zog er mit anderen wichtigen YouTubern wie Dena oder Revi ins YouTube-Haus und schon im April startete er Minecraft Varo mit German Let's Play, was einen enormen Hype auslösen sollte, der sich auch insgesamt über 4 Staffeln hielt. Im September desselben Jahres machte Unge dann die legendäre Longboard-Tour zusammen mit den YouTubern Dena, Cheng Lo und Julian Bam. Sie fuhren dabei 1400 Kilometer von Sylt bis hin zum Schloss Neuschwanstein. Eine Aktion, die ihm eine enorme Menge an Aufmerksamkeit sichern sollte. Und zu guter Letzt löste er am Ende desselben Jahres noch einen kräftigen Shitstorm aus, allerdings nicht für sich selbst. Am 20. Dezember 2014 veröffentlichte er auf seinem Kanal Ungefilmt ein Video mit dem Titel „Die schwerste Entscheidung meines Lebens“, in dem er den Abschied von Mediakraft und seinen Kanälen ankündigte. Dem Netzwerk warf er unter anderem vor, nicht auf die Belange der einzelnen YouTuber einzugehen, sondern nur auf finanzielle Gewinne aus zu sein. Im Zuge dieser Kontroverse wurde ihm wohl sogar seitens der Geschäftsführung angedroht, ihn in die Insolvenz zu treiben, wenn er gegen Mediakraft vorgehen würde. Simons Video löste einen großen Shitstorm gegen das Multi-Channel-Network aus. Über soziale Netzwerke verbreitete sich seine Botschaft und der Hashtag Freiheit war nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international für mehrere Tage in den Twitter-Trends. Trotzdem, Simon hatte damit auf einen Schlag 2 Millionen Abos und eine Reichweite von 30 Millionen pro Monat so einfach mal aufgegeben. Allerdings nicht allzu lange, denn im selben Zug startete er den Kanal Unge über einen Verwandten, um Mediakraft keinen Zugriff zu geben. Der Kanal konnte von dem Trubel auch ordentlich profitieren und sammelte über 400.000 Abos in den ersten 2 Tagen. 2015 ging es dann ebenso turbulent weiter. Erst folgte das Projekt Minecraft Leben, das vollends an den Erfolg von Varo anknüpfen konnte und schon kurze Zeit später, am 28. Februar, veröffentlichte Unge ein Video, in dem er sein nächstes großes Projekt ankündigte. Eine Weltreise. Diese begann dann kurz darauf in Los Angeles, wo er die ersten 2 Monate verbrachte. Die Reise fand mit unterschiedlichen Begleitern und nicht durchgehend am Stück statt, sondern wurde immer wieder unterbrochen, sodass die Beteiligten nach Hause reisen konnten, um an anderen Projekten zu arbeiten. Und ab September desselben Jahres war er dann auch einer der ersten deutschen YouTuber, die im großen Maße regelmäßige Reaction-Videos und Streams produzierten. Aber so erfolgreich wie Reactions auch heute sein mögen, so war das damals eine in keinster Weise offensichtliche Entscheidung. Schließlich galten Reactions zu dieser Zeit unter Zuschauern wie auch unter YouTubern noch als billiger Content-Klau und faule Art, Klicks zu ergaunern. Ein Vorurteil, das lange Zeit gefüttert wurde durch Reaktoren, die genau dies auch versuchten und wahlweise starr dasitzend oder übertriebene Reaktionen fakend Videos konsumierten und dies als neuen Content verkaufen wollten. Dass sich dieses Image in letzter Zeit gewandelt hat und Reactions hauptsächlich als positiver Einfluss wahrgenommen werden, ist Reaktoren wie Simon Unge und anderen zu verdanken, die eben nicht bloß konsumieren und bewerten, sondern auch mit ihrer einzigartigen Perspektive einen Mehrwert zum gezeigten Inhalt beitragen. Simon gibt sich ehrlich, kumpelhaft und verletzlich und ihm wird deshalb ein hohes Maß an Authentizität zugesprochen, was auch maßgeblich für seinen Erfolg ist. Simon Unge jedenfalls kann getrost mit dem Gedanken zu Bett gehen, dass sich seine Entscheidung, den Buhrufen zum Trotz Reaction-Streamer zu werden, ausgezahlt hat. Schließlich ist er mittlerweile mit durchschnittlich bis zu 30.000 gleichzeitigen Zuschauern der größte deutsche Streamer auf YouTube und einer der erfolgreichsten insgesamt. Ende 2017 ging es dann für ihn nach Hamburg, wo er zusammen mit dem YouTuber Mimi und seiner Freundin das sogenannte Streamhaus bezog. Mimi und er hatten sich kennengelernt, nachdem dieser mehrere humoristische Animationsvideos über Unge gemacht hatte, auf die Simon sehr positiv reagierte. Anfang März 2018 erntete Unge dann seinen ersten großen, eigenen Shitstorm. Einige Jahre zuvor hatte er zwar eine kleinere Kontroverse, als er das Wort behindert im negativen Kontext verwendete, aber dies hier, das war ein paar Nummern größer. Der Auslöser dieses Mal ein Video, in dem Unge erklärte, dass Milch für uns Menschen giftig sei. Dazu sagte er im Video, wenn ihr mindestens 1 bis 2 Mal täglich Milchprodukte esst, macht ihr euch krank. Klar, dass da die Reaktionen nicht lange auf sich warten ließen. YouTuber und Zeitungen reagierten mit Kritik, Satire und informativen Aufklärungsvideos. Und auf Twitter war Milch ist Gift das absolute Top-Thema.
Unge erklärte damals, dass er sich sehr darüber gefreut hat, so viele Dislikes zu bekommen, weil er daran erkannte, dass ihm seine Zuschauer nicht einfach blind folgen würden. Am Ende desselben Jahres ist Simon dann, mitsamt Freundin und Familie, nach Madeira ausgewandert und streamt seitdem von dort weiterhin täglich ungeklickt, mit hier und da einer Prise an Gaming. Mittlerweile wird Simon auch immer mehr als Mediator und Moderator tätig und vermittelte unlängst in einem Konflikt, bei dem einem anderen YouTuber Belästigung vorgeworfen wurde. Es bleibt also abzuwarten, wo ihn sein Weg noch so hinführen wird. Und damit wären wir dann auch am Ende angekommen. Wie fandst du denn diese Folge? Habe ich dich zumindest etwas überraschen können? Und zu welchem YouTuber würdest du gern mal so ein Video sehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da. Wenn du mehr sehen möchtest, hau ein Abo raus. Und wenn du absolut nichts mehr verpassen willst, dann läute die Glocke. Das war's soweit von mir. Weiter geht's nächstes Mal mit einem kleinen Video zu Suna. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Gute Reise. Wir sehen uns.